Es läuft. Wunderbar. Sehr schön. Guten Tag, Frau Münster. Herzlichen, guten, wunderbaren, schönen Tag. Manfred Lange und Claudia Münster hier. Von LPC. Von LPC, genau. Trilogie, die dritte Videoaufnahme heute. Ja, genau. Thema sind die Stahlpreise. Aber tatsächlich wollte ich vorab, bevor wir damit losgehen, noch mal in eigener Sache etwas sagen. Und zwar, wir haben ganz viel Spaß mit diesen Videos und wir kriegen auch sehr gutes Feedback von Ihnen. Und wir wüssten, da möchten Sie bitten, noch mehr uns zu sagen. Sagen Sie uns zum Beispiel Themen, die Sie interessieren, die wir mal gerne aufnehmen sollen. Oder wenn Sie noch weitere Informationen, weitergehende benötigen zu einem Thema, zu dem wir ein Video gemacht haben. Also immer gerne ansprechen. Wir versuchen da Ihre Wünsche aufzugreifen und ja. Sie sehen, wir sitzen heute anders, genau. Andersrum, alles ist anders. Die Preise steigen. Die Preise steigen, ganz genau. Ja, haben Sie bestimmt mitbekommen. Im April sind die Preise plötzlich, nicht Nein. im April, im März sind die Preise schon. Plötzlich gestiegen. Und das hat uns alle sehr überrascht. War nämlich ganz anders als alles, was wir erwartet haben. Kunden, Lieferanten, jeder war überrascht. Und wir haben festgestellt, so richtig wissen wir die Gründe nicht und warum hast du ja gesagt. Versucht ein bisschen zu recherchieren, aber es ist recht schwierig und man kann nicht einfach vom Stahlpreis sprechen. Ja. Es gibt verschiedene Stahlprodukte, sei es Bleche, sei es Rohre, sei es Baustahl, Betonstahl. Unsere Stahlflansche sind auch aus Stahl, wie der Name schon sagt. Und entscheidend aber für die Preissteigerung, was ich herausgefunden habe, waren wohl die Rohstoffpreise, die zur Herstellung des Stahls benötigt werden, entsprechende Rohstoffe. Also der Preis für Eisenerz zum Beispiel am 7. März innerhalb eines Tages um fast 20% gestiegen, hat sich da auch nicht halten können auf dem Niveau, ist dann wieder gesunken, was wiederum an den Wetterbedingungen auch gelegen hat in Brasilien, Australien. Es konnte aufgrund der Wetterbedingungen viel Eisenerz gefördert werden und so ist der Preis wieder entsprechend gesunken. Uns haben die Erhöhungen ja auch Ende Februar, Anfang März erreicht, auch im Bereich 20% für unsere Stahlflansche, im Edelstahlbereich nicht so gravierend, da hält es sich im Rahmen. Um deiner Frage vorwegzukommen, ob diese Preise irgendwann Bestand sein werden, kann man nicht sagen, weiß keiner, wäre spekulativ, wie überhaupt eben Eisenerz zum Beispiel oder die Rohstoffe an den Börsen gehandelt werden und deshalb auch leider ein Produkt oder Produkte sind, die sehr den Spekulationen und Anlegern unter die Preisgestaltung den Investoren und Anlegern unterliegen. Okay. Und betrifft das jetzt, das ist mir nämlich auch noch nicht so ganz klar nach den letzten Wochen in den Medien, betrifft es den Stahlpreis, in Anführungsstrichen Stahlpreis, weltweit oder geht es nur um den Stahl aus China? Nein, weltweit, auch in anderen Ländern, in Europa, Amerika, sind die Stahlpreise gestiegen oder auch die Rohstoffpreise gestiegen. Und wobei das aber auch eigentlich gar nicht so relevant ist, weil China selbst ist entgegen den Behauptungen, was man immer so liest, auch hier in Bremen ja, China macht die Stahlpreise kaputt, überschwemmt den Markt, stimmt überhaupt nicht. China hat, also ich sage es vorsichtig, ich glaube 6,7% der Einfuhren in Europa, Stahleinfuhren kommen aus China, damit liegt China auf dem 11. oder 14. Platz. Alle europäischen Länder, selbst die kleinsten wie Ungarn und Tschechien, exportieren mehr innerhalb der EU als China das überhaupt. Das ist eine überraschende Info. Gilt das für Rohmaterial oder auch fertige, halbfertige Produkte? Das gilt für Stahl, Stahlprodukte so, allgemein, okay. Noch nicht auf Flanschen bezogen, sondern es sind Bleche, Rohre. Das sind aber auch schöne Bänder und Brammen und ähnliches. Das ist sehr interessant. Ist vielleicht noch ein anderes Thema, was wir noch separat aufgreifen können. Da gibt es ja auch so einiges, was sich da tut. Zum Preis selber noch. Sind die 20%, die es dann an einem Tag hochgegangen ist, stehen die jetzt immer noch mehr oder weniger? Da hat sich noch nicht, leider noch nicht viel nach unten bewegt jetzt, was für uns natürlich schön wäre.
Unsere Händler freuen sich sicherlich jetzt zum hohen Preis oder höheren Preisen ihre Lagerbestände verkaufen zu dürfen. Aber auch die sind ja begrenzt und irgendwann sollte man dran denken, nachzubestellen und da sicherlich den richtigen Moment dann auch wählen, um das Lager wieder aufzufrischen und um eine Mischkalkulation machen zu können. Dann. Aber das wissen unsere Kunden viel besser als wir. Genau. Ja, das hatte ich glaube ich schon gesagt. Ne? Man weiß nicht, wie lange und ob das Bestand halten wird. Eigentlich, was ich so gelesen habe, recherchiert habe, gehen Analysten davon aus, dass das nicht vom Bestand sein wird, weil einfach im Moment nicht die entsprechende Nachfrage im Markt vorhanden ist. Und so, dass sich die Preise nicht auf diesem Niveau vermutlich nicht stabilisieren werden. Aber eigentlich ist es doch eine ganz positive Sache. Die Umstände, wie es jetzt gibt, sind so krass. Das sicherlich nicht schön, aber. Wir lagen ja im Dezember, November, Dezember letzten Jahres, lagen wir auf einem Preisniveau, was ungefähr dem von der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 entsprach. Also sehr, sehr, sehr niedrig. Und es ist jetzt immer noch kein, wie ich finde, kein hoher Preis. Es sind immer noch Preise, die man in China bezahlen kann, bezahlen muss, bezahlen sollte. Und wenn es sich auf dem Niveau einpendelt, ich glaube, dann reguliert sich das auch. Und eigentlich, also wenn wir jetzt diesen momentanen Ärger, dass also jetzt wir auf unserer Seite schlechter verkaufen können, wenn man das mal beiseite lässt, ist das ja etwas, was sich alle gewünscht haben. Seit Monaten wird hier am Markt darüber geredet, weil einfach durch diese Preise, die so im Keller waren, konnte man kein Geld mehr verdienen. Das ist ja etwas, was auch da war man ja verunsichert. Kaufe ich jetzt, kaufe ich nicht, wird es noch preiswerter? Ja. Oder wird es teurer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir können nur Tipps und Hilfestellung geben. Und zu den Preisen als solches, jetzt ist ja die Tube diese Woche in Düsseldorf. Wir werden auch da sein, Mittwoch und Donnerstag. Vielleicht treffen wir uns, den einen oder anderen. Und da wird man sicherlich auch noch einiges Interessantes zu den Preisen, auch speziell hier in Europa. Aber auch China, sind ja sehr viele Chinesen auch da anwesend. Wird man sicherlich viel über die Preise sprechen und einige neue Informationen bekommen. Ja. Und wir machen dann eine Messe-Nachlese nochmal. Ja, das werden Sie mit ein paar Bildern und Infos dann entsprechend versorgen. Genau, mit unserem Input, was wir, wie wir das so erlebt haben. Was, was haben wir noch? Was wäre ich durchgehen? Ah ja, zu den Ursachen. Ich habe da mal so ein, in einer der Medien habe ich mal gelesen, dass ursächlich für diesen krassen Anstieg von 20% zur Maßnahmen der chinesischen Regierung waren, um die chinesische Wirtschaft zu stützen. Nee. In China gab es ja die Situation, dass die Stahlprodktion insgesamt auch aus Umweltschutzgründen reduziert wurde, ein bisschen runtergefahren wurde. Also es wurden Kapazitäten vom Markt genommen, aber der Stahl, die Stahlbranche ist ein wichtiger Exportbereich für China und ganz im Gegenteil, die chinesische Regierung hat durch Subventionen, durch Zollerleichterungen dazu beigetragen, dass Exporte im Moment noch stärker begünstigt sind für die ausführenden Unternehmen. Also da hat die chinesische Regierung im Gegenteil, sie hat versucht, trotzdem die Exporte stabil zu halten. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir das so ein bisschen von allen Seiten beleuchtet. Zusammenfassend kann man wohl sagen, es wird nicht, also es wir sollten davon ausgehen, dass es nicht von Dauer ist, die 20%, dass sich das ein bisschen reguliert noch. Nach oben, nach unten, keiner weiß es. Genau. Wir sind keine Propheten. Genau, wir sind keine Propheten. Wir sitzen auch nicht an den Schalthebeln, die das entscheiden. Aber, ja, was können wir vielleicht unserem Kunden noch mitgeben als Tipp? Verkaufen Sie gut, räumen Sie Ihre Lager. Genau. Und bestellen Sie neu und am besten bei uns. Wunderbar. Schön. Ich glaube, wir haben es jetzt. Danke, dass du mich aufgeklärt hast, mir ein paar Infos gegeben hast, ganz glücklich damit und hoffentlich haben... Der Aufklärer. Genau. Aus Waldkolle, ne? Und hoffentlich haben Sie auch ein bisschen Mehrwert bekommen, wissen, was Sie vorher nicht hatten, sehen ein bisschen klarer. Wenn Sie andere Einschätzungen dazu haben oder noch weitergehende Infos, schreiben Sie es gerne unten in die Shownotes rein, in die Kommentare. Würden wir uns freuen oder Sie können uns auch gerne anrufen und mal mit uns darüber quatschen. Ja, ansonsten, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Genießen Sie den Sonnenschein. Und die Tube. Und die Tube. Tschüss.